am Steuer. Ich bin nicht besoffen. Was hab ich mir jetzt hier gemacht? Ey, geh weg. Geh weg. Ah! Oh mein Gott, was hab ich jetzt hier geöffnet? Sie sollten mehr auf ihr Navi gucken. Halt einmal. Ey Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Und wir sind wieder beim Fernbus-Simulator. Und wir machen wieder eine Karriere. Ich würde sagen, dann stellen wir uns auch gleich eine neue Route. Wir nehmen mal Schwerin und fahren mal... Wo waren wir denn noch nicht? Wir könnten nach ganz hinten fahren, das wären aber voll viele Kilometer. Am besten wir nehmen erstmal wieder nach Kiel, weil Kiel ist geil. Da fahren wir hin, 191 Kilometer, 2 Stunden und 14 Minuten Fahrzeit. Okay, das ist nice, speichern wir. Wir nehmen Arcade, Spiel starten, Zeit, passt alles, Wetter dynamisch, passt, Start. Und da sind wir jetzt bei unserem Bus. Hier sind wieder unsere ganzen Fahrgäste, den können wir auch wieder mal Hallo sagen. Hier, hallo, hallo, wir freuen uns alle. Hallo, mein Ticket. Dein Ticket, okay, ich muss mich erstmal einloggen. Einloggen, wer sind Sie denn? Schwerin nach Kiel. Okay, wie heißen Sie denn, Fahrgäste? Lan Winkemann, okay. Dankeschön. Bitteschön, ja, wer bist du? Schwerin, Richtung Kiel, du bist auch dabei. Hallo, Grüezi. Schwerin, Kiel, passt. Dankeschön. Du? Alter, ihr seid Brüder, ey. Mahlzeit. Richtige mein Brüder Ticket. Haben wir hier, nice. Tag. Fahren Sie in meine Richtung. Nein. So ein Mist. Moin, das Ticket. Nein. Aber... Ciao, ich würde gerne ein Ticket kaufen. Ja, können wir. Du kommst nach Kiel. Nein. Geht's nicht nach Dresden? Aber... Geht's nicht nach Mahlzeit. Dresden, Alter? Osnabrück? Nein. Moin. Ich hoffe, ich bin Kiel. Sehr ja, endlich mal wieder Leute, die ich richtig hoffe, sind. Ja, du bist auch richtig. So, du, ihr alle, Alter. Vier fucking Leute, die hier kein Ticket haben, ey. Wir fahren los. Ab nach Kiel. Let's go. Tieranzeige ist hoffentlich längst activated. Dann müssen wir jetzt hier auf die Kurve, um dann der Zielanzeige zu folgen. Und dann geht es erstmal geradeaus. Gerade schön nach Kiel. So. Das ist doch keine Verfolgungsjagd. Doch, ist es, Alter. Oh mein Gott, was hat der für eine heftige Schräglage, Alter. Aber wir schneiden hier erstmal perfekt die Kurve. Um dann, oh Gott, wir haben die Ausfahrt verpasst. Ah! Oh, scheiße. Entschuldigung, Leute. Oder warum fahren wir so? Nein, Leute, ich bin nicht betrunken. Ich bin Busfahrer. Busfahrer fahren normal immer so. Danke. Entschuldigung, die junge Dame. Oh mein Gott. Jetzt noch Flügel und wir heben ab. Dann ist mir das egal, wenn wir abheben. Dann sind wir wirklich schneller da. Dann haben wir wenigstens ein Flugzeug, weißt du? Dann haben wir ein Flugzeug und können dann mal eben easy... nach Kiel fliegen. Oh, 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 oh. Sag mal, schießt ihr eigentlich alle? Danke. Ja, du mich auch, mein Freund. Wenn die Autos fliegen hier alle, Alter. Was ist denn mit euch schief gelaufen? Oh, 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 oh. Entschuldigung, leichter Unfall. Nichts Schlimmes. Vorfahrtsschild wegnehmen. So, jetzt sind wir schon aus dem Ort raus. Wir folgen jetzt erstmal der Straße. Hier ist jetzt 100. Das bedeutet, wir fahren endlich mal richtig. Nur der da vorne fährt zu schnell. Oh, 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 oh. Kein Alkohol am Steuer. Ich bin nicht besoffen. Mein Gott, das musst du noch nicht tausendmal sagen, oder? Da vorne haben wir LKWs. Vielleicht erreichen wir die ja. Dann können wir mal ein bisschen Spaß mit denen haben. Haha, Spaß mit denen haben. Wir schneiden einfach mal mit jetzt hier die Kurve. Einfach mal Falschfahrer sein. Es kommt eh keiner. Hier ist eh nichts los auf den Straßen hier in Deutschland. Das juckt doch eh keinen, wenn man hier mal ein bisschen falsch fährt. Da vorne ist eine enge Kurve. Da sollten wir am besten mal ein bisschen abbremsen. Hier ist einfach rot. Das juckt uns herzlich wenig. Wir fahren mal durch. Dankeschön. Wer hat das gesagt? Wer hat das gesagt? Hä? Tue ich hier vorne vielleicht? Bitte. Die Tür ist offen. Du kannst aussteigen. Ja, jetzt musst du hier nicht dein Handy rausholen. Du kannst einfach hier aus der Tür gehen und rausgehen, ja? Also hör auf, dich zu beschweren. Nur weil ich hier mal ein bisschen meine Fahrt hier mache. Was haben wir eigentlich hier? Ist das so ein... Keine Ahnung. Oh, 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 oh. Orientierungssinn ist nicht so ausgeprägt. Kann das sein? Der ist besser ausgeprägt als deiner. Oh mein Gott. Ah! Oh, du heilige Scheiße. Der ist besser ausgeprägt als deiner, glaube ich. Aus dem Weg, Alter. Weg mit der Ampel. Mir wird gleich schlecht. Ja, dann geh doch auf Toilette. Da ist eine Kotztüte. Kannst du kotzen. So, hier können wir ein bisschen abkürzen. Das ist ein Bus und kein Hochseeboot im Sturm. Das ist das, was ich mir denke. Und wir drehen uns einfach mal im Kreis. Das will ich doch gar nicht. Oh, ein Baum.
ein bisschen langsamer wird. Wir müssen hier irgendwie wieder raufkommen. Komme ich hier wieder rauf? Ja, hier kommen wir perfekt. Ups, scheiße, jetzt Alter. Hab ich meinen Kaffee verschüttet. Dann hol dir einen neuen. Hier ist genug Kaffee im Bus. Und hier standen wir letztes Mal, Alter. Dieses scheiß Schilder da, ne? Haben jetzt richtig schön da hingehauen, ey. Oh, nein. Das gibt's hier nicht. Ach, schade. Ich habe gedacht, ich krieg den noch. Wäre geil gewesen, wenn ich den bekommen hätte. Ankunft ist 12.16 Uhr. Wir haben es 10.32 Uhr, meine Damen und Herren. 130 Kilometer noch. Ich hoffe, Sie haben eine schöne Fahrt. Auf jeden Fall ist hier vorne jetzt ein bisschen mehr Verkehr auf der Autobahn. Wirkt uns herzlich wenig. Wir können hier einfach rechts überholen. Beziehungsweise links, nicht rechts. Und nein, ich habe keine Rechts- und Linksschwäche. Jedenfalls noch nicht. Ich wüsste jetzt nicht genau, warum. Dich rammen wir jetzt weg. Gute Nacht. Was war das? Nichts. Es war nichts, okay? Ihr habt nichts. Wo ist das Auto hin? Gibt der Bus noch um? Nein, der fährt schön geradeaus weiter, mein Freund. Der fährt schön geradeaus weiter. Ah! Oh mein Gott! Oha! Haarscharf! Da vorne ist wieder der Tunnel. Ich glaube, da waren wir letztes Mal auch. I don't know, aber es kann echt sein, dass wir da schon mal waren. Das ist eigentlich 80. Wir müssen langsamer werden. Haha. Wir werden aber nicht langsamer. Wir fahren einfach straight durch. Ich dachte, hier darf man nicht so schnell fahren. Ich fahre hier so, wie man hier fahren darf. Basta. Das ist das, was ich zu sagen habe. Und das wird hier auch eingehalten. Fertig. Wir haben noch 100 Kilometer von uns. 107, um genau zu sein. Hört auf rumzumeckern. Weißt du, wir können nämlich jetzt wieder 100 fahren. Ohne, dass sich jemand beschwert. Hier vorne bildet sich so ein bisschen Stau. Wahrscheinlich kommt noch eine Baustelle oder sowas, würde ich mal vermuten. Aber es wäre auch mega geil, irgendwie im Regen oder so zu fahren. Weil im Regen zu fahren ist schon auch mal ganz nice. So schön nass alles, schön rutschig. Man kann schön ausrutschen, um dann ein bisschen zu rutschen, weil das Spaß macht. Spaß macht. Spaß macht. Ne, so schön hin und her sliden ist doch geil oder etwa nicht. Das gefällt doch jedem. Das oh, scheiße. Ja, ist doch gut. Wir müssen gleich runter. Stand gleich gerade auf dem Schild. Wir müssen nicht runter. Stand auf dem Schild. Alter. Alles verschüttet. Danke. Bitteschön. Das habe ich perfekt geplant. Schön hier um die Kurve radern. Richtig rumradern hier. 100 Stundenkilometer ist doch perfekt. Sie haben diesen Film mit Keanu Reeves und Sandra Bullock auch zu oft gesehen. Tut mir leid, diesen Film kenne ich leider nicht. Den kannst du mir hier mal schicken, beziehungsweise aufschreiben. Dann kann ich mal gucken, was das genau für ein Film ist. So, dich kriegen wir jetzt. Bam, Alter, bam. Ja, oh, der ist selber weggebannt, genau wie der Bus von eben. Wo ich meinen Führerschein gemacht habe, bei mir zu Hause. Bei meinen Eltern, weißt du? Weil früher, beziehungsweise heutzutage, wird der Führerschein meistens von den Eltern beigebracht. Also, ja, meine Eltern fahren halt so, ne? Jetzt haben wir noch 74 Kilometer vor uns. Es ist 10.59 Uhr. Ankunft soll 12.16 Uhr sein. Aber was mich auch irgendwann mal interessieren würde, ist, ob wir wirklich, wenn wir die Zeit zu spät machen, ob dann irgendwas passiert. Weiß ich nicht genau, aber wenn das dann auch passiert, müssen wir wirklich mal gucken. Nein, die kriegen wir jetzt mal nicht von der Straße ab. Fahren halt schön an ihm vorbei. Aber es würde mich mal interessieren, ob da sich irgendwas verändert, ob wir dann zu spät kommen oder... Also zu spät kommen wir natürlich, aber ob sich dann irgendwas auswirkt, ob die sich beschweren oder sowas, das würde mich schon mal echt interessieren. Da vorne ist die Polizei, Alter. Die überholen wir jetzt mal eben. Oder können wir sie erstmal richtig winken? So. Voll aufstehen sagen wir jetzt eigentlich nicht, weil da öffnet sich die Tür und sowas alles. Das lassen wir lieber. Ich glaube, wir können auch gar nicht aufstehen. Können wir aufstehen? Nö, geht nicht. Schade. Hab ich gedacht. Hab ich gedacht. Oha. Das war ein bisschen knapp. Weil es sieht mega aus nach der Tour, so wie ich immer fahre. Von meinem Ort zu meiner Schule. Das sieht auch so ähnlich aus, die Autobahn. So schön so mit Kurven hier längs, so schön da durchgezogen. Ist schon ganz nice. Na, da wurde jemand angehalten. Beziehungsweise zwei Leute stehen da irgendwie auf dem Stand dran. Haben wahrscheinlich einen Unfall gebaut. Ja, manche Leute können einfach nicht mehr mein Auto fahren. Ja, ich wusste es, eine Baustelle. Jetzt werden die alle wieder langsamer. Oh Gott, nee. Mann, wir müssen so schnell wie möglich ankommen, um diese wertvollen Gäste abzuliefern. Jetzt fangen die alle wieder an rumzuheulen. Guck mal, der macht sogar Platz für mich. Alter, ey, das sind krasse Typen hier, ne? Die machen hier Platz für mich auf dem Überholungsstreifen. Ist doch mal richtig geil. Weil der linke Streifen, der linke Streifen ist doch immer zum Überholen. Jetzt haben wir die Polizei da, die müssen jetzt mal wegrammen hier. Ja,
wir heben ab. Was denn? Hier ist 100. Hier ist 100. Das ist, Alter. Schlecht wird, dann haben sie es gleich geschafft. Ja, Digga, mir ist schon schlecht wegen euch, weil ihr ständig am Nörgeln seid. Ständig am Nörgeln hier, ey. Das kann doch nicht angehen. Was hab ich mir jetzt hier gemacht? Ey, geh weg. Geh weg. Ah! Oh mein Gott, was hab ich jetzt hier geöffnet? Sie sollten mehr auf ihr Navi gucken. Halt einmal. Warum gehst du nicht weg? Ah, jetzt ist weg. Aber jetzt müssen wir irgendwie wieder auf die Autobahn raufkommen. Irgendwie müssen wir wieder auf die Autobahn raufkommen, weil wir sind gerade ein bisschen vom Kurs abgekommen. Hier vorne ist, glaube ich, eine Möglichkeit, oder? Und wir probieren es einfach darauf zu können, auf zu fahren. Hier ist eine gute Möglichkeit. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Ja. Sonntagsfahrer. Tut mir leid, wir haben Freitag, nicht Sonntag. Und es sind noch 16 Kilometer. Dann sind wir fast da, Freunde. Seid doch froh, ihr seid ein bisschen weniger als eine Stunde früher da. Ist doch richtig geil. Hier rum, tut mir leid. Was geht denn hier ab? Eine Party geht ab, Alter. Ich mach heute Party. Machen Sie heute Party, Mr. Crash? Ich mach heute Party. Machst du heute Party, SpongeBob? So, jetzt sind wir in Kiel. In Kiel sind wir jetzt. Und es sind noch 11 Kilometer. Aus dem Weg bitte. Dankeschön. Perfekt ausgewichen. Sehr das nice von dir. Verfolgungsjahr. Doch, die Polizei ist gerade hinter uns. Merkst du es nicht? So, hier müssen wir echt ein bisschen bremsen. Dann hier rüberfahren. Nicht dagegen fahren. Was war das denn? Das war ein Bürgersteig. Also wir sind fast da. Noch 3 Kilometer. Hier müssen wir rum. Um die Kurve rum. Perfekt. Wenn wir gerade ausgefahren wären, hätten wir jetzt unsere Haltestelle verpasst. Dann wärt ihr nie angekommen. Da ist unsere Haltestelle. Da sind wir bereit zum Ausparken. Wir sind schon da? Ja, wir sind schon da. Seh, aussteigen. Schön, dass ihr alle da wart. Freut mich. Hi. Schön, dass ihr alle da wart. Ich hab die Fahrt mega cool mit euch. Jetzt haben wir ein bisschen rumgenöckelt. Okay, das muss ich jetzt mal nicht mit beachten. Ich hab zwar alle ein bisschen rumgenöckelt, aber sonst fand ich die Fahrt von euch ganz nice. Wenigstens hattet ihr das Ticket dabei, nicht so wie die anderen. Und auf jeden Fall fand ich es ganz nice. Das wollte ich euch sagen. Jetzt habt noch einen schönen Tag. Und tschüss. Auslocken. Was haben wir denn heute so erreicht? Bin mal gespannt. Hoffentlich haben wir ein gutes Zeugnis bekommen. So. Fahrgäste transportiert hier von 10. Ja, das sieht doch alles ganz gut aus. Ungültige Tickets verkauft haben wir 1, ja. Das war unser Fehler, weil der irgendwie woanders hin wollte. Was weiß ich denn? 185 Kilometer waren das. Service. Planmäßige Ankunft, genau. Planmäßige Ankunft passt. Ja, passt. Alles gut. WC-Freigabe, alles perfekt. Ja, Ansage mussten wir nicht abspielen. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Lenkzeit eingehalten, perfekt. Betriebszeit eingehalten, Sachschäden, 14, ja. Die 14 Sachschäden ist doch egal. Wir haben keine Passanten verletzt, Unfälle, 13, ja, das kann mal passieren. Ist doch nicht so schlimm. Radarkontrolle, 0. Fahrverhalten, 4,6% auf der. Digga, was? Ja, gut, man sieht, dass wir sehr gute Fahrer sind. Fortsetzen. Und mit diesen Worten würde ich sagen, Freunde, war es das mit dem Video. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einfach mal eine gute Bewertung da. Würde mich mega freuen. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Video wieder, Freunde. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein und tschüss.